Gewalt gibt es keine Rechtfertigung. Das gilt selbstverständlich auch für die Vorfälle von Clausnitz und Bautzen in der letzten Woche. Als sächsische Abgeordnete weiß ich, dass in Sachsen schon seit langem etwas schief läuft. Der Freistaat gehört zu den traurigen Spitzenreitern bei rassistischen Straftaten. In solch einem gesellschaftlichen Klima ist es wichtig, jeglicher Form von Rassismus eine unmissverständliche Absage zu erteilen, sich mit den Opfern zu solidarisieren und sie mit allen staatlichen Mitteln zu schützen. Aber was ist in den letzten Tagen alles schiefgelaufen? Die Pressekonferenz am Samstag des Polizeipräsidenten Reismann war nun wirklich ein sehr plakatives Beispiel für die nicht vorhandene Fehlerkultur bei der sächsischen Polizei. Schaut man sich den Betreiber der Flüchtlingsunterkunft an, kann man auch ins Grübeln kommen. Herr Hetze von der AfD, ein bezeichnender Name, der schon bei flüchtlingsfeindlichen Demonstrationen in den letzten Monaten als Redner auftrat, wird zwar am Montag vom Landrat von diesem Posten abberufen, aber nicht, weil er Fehler gemacht hat, sondern zum Schutz seiner Person. Wer bitte soll das verstehen? Auch die sächsische CDU zeigt sich leider wieder besonders realitätsfern. Diesmal das Beispiel von der Kollegin Bellmann, heute auch hier anwesend. Sie beklagt bei Focus Online, Zitat, wenn die Antifa Schilder besprüht, würde das medial kaum beachtet. Wenn aber auf Veranstaltungen Wir sind das Volk gerufen werde, spräche man gleich von Mob und verbaler Gewalt. Als eine, die 1989 in Leipzig auf der Straße war, bin ich wütend, dass diese Rufe in Clausnitz und auch in Dresden und Leipzig ertönen. Denn das hat mit dem Anliegen der Montagsdemonstration vom Herbst 1989 reinweg gar nichts zu tun. Wie hat nun Ministerpräsident Tillich auf diese Ereignisse reagiert? Zuerst wie meist gar nicht. Und dann kam ein Vergleich der rassistischen Demonstration mit den Protesten von Stuttgart 21. Das ist eine Verharmlosung von Rassismus und eine Kriminalisierung legitimer Bürgerproteste. Dann nahm Herr Tillich alle Bürger in die Pflicht und fordert mehr Zivilcourage. Das ist richtig. Aber wer der Zivilgesellschaft seit Jahren Steine in den Weg legt, wie es in Sachsen seit Jahren passiert, der hat wieder mal nicht gemerkt, was zu tun ist. Ich begrüße die Bemühungen von Ministerin Schwesig für die Mittelverdopplung des Bundesprogramms Demokratie leben. Allerdings nützt es nur das dann etwas, wenn das Geld bei den Initiativen auch ankommt. Ausgerechnet für Sachsen gibt der Bund durch das Programm Demokratie leben zurzeit gar keine Bescheide aus. Schuld darin sind die sächsischen Ministerien, die sich um Nebensächlichkeiten streiten und damit die Förderung blockieren. Deshalb liegt in Sachsen momentan nicht nur die zivilgesellschaftlichen Projektarbeit brach, sondern die Koordinierungs- und Fachstellen arbeiten seit Jahren, seit Anfang des Jahres, zwar auf Hochtouren, aber ohne Geld. Angesichts dieser Zustände sind Tillichs Reden nur wohlfeile Lippenbekenntnisse. Es fehlt immer noch eine klare Haltung und die hätte ich mir spätestens gestern bei seiner Pressekonferenz wirklich gewünscht. Die Anhäufung von Fehlverhalten und Peinlichkeiten in Sachsen fällt besonders auf und wird politisch und medial stark betrachtet. Es wäre aber ein großer Fehler, wenn man diese rassistischen Vorfälle zu einem reinen Sachsen-Problem stilisieren würde. Wir alle wissen, leider ist Rassismus ein Problem in ganz Deutschland. Flüchtlingsfeindliche Parolen finden überall erhebliche Zustimmung. Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte finden bundesweit statt. Die AfD liegt in Umfragen auch in westdeutschen Bundesländern, häufig im zweistelligen Bereich. Aus Studien von Heidmeier, Prehler, Decker wissen wir das seit Jahren. Aber sichtbar wird es in der letzten Zeit immer dramatischer. Deshalb brauchen wir eine gesamtgesellschaftliche Demokratieoffensive. Politik und Staat müssen gemeinsam antirassistische Vorbildwirkung entfalten und zeigen, was Demokratie bedeutet. Wer heutzutage von Demokratie redet, darf von Willkommenskultur, Integration und antirassistischem Engagement nicht schweigen. Vielen Dank. Verharmlosung von Rassismus und eine Kriminalisierung legitimer Bürgerproteste. Dann nahm Herr Tillich alle Bürger in die Pflicht und fordert mehr Zivilcourage. Das ist richtig.
Aber wer der Zivilgesellschaft seit Jahren Steine in den Weg legt, wie es in Sachsen seit Jahren passiert, der hat wieder mal nicht gemerkt, was zu tun ist. Ich begrüße die Bemühungen von Ministerin Schwesig für die Mittelverdopplung des Bundesprogramms Demokratie leben. Allerdings nützt es nur das dann etwas, wenn das Geld bei den Initiativen auch ankommt. Ausgerechnet für Sachsen gibt der Bund durch das Programm Demokratie leben zurzeit gar keine Bescheide aus. Schuld darin sind die sächsischen Ministerien, die sich um Nebensächlichkeiten streiten und damit die Förderung blockieren. Deshalb liegt in Sachsen momentan nicht nur die zivilgesellschaftlichen Projektarbeit brach, sondern die Koordinierungs- und Fachstellen arbeiten seit Jahren, seit Anfang des Jahres, zwar auf Hochtouren, aber ohne Geld. Angesichts dieser Zustände sind Tillichs Reden nur wohlfeile Lippenbekenntnisse. Es fehlt immer noch eine klare Haltung und die hätte ich mir spätestens gestern bei seiner Pressekonferenz wirklich gewünscht. Die Anhäufung von Fehlverhalten und Peinlichkeiten in Sachsen fällt besonders auf und wird politisch und medial stark betrachtet. Es wäre aber ein großer Fehler, wenn man diese rassistischen Vorfälle zu einem reinen Sachsen-Problem stilisieren würde. Wie Gewalt gibt es keine Rechtfertigung. Das gilt selbstverständlich auch für die Vorfälle von Clausewitz und Bautzen in der letzten Woche. Als sächsische Abgeordnete weiß ich, dass in Sachsen schon seit langem etwas schief läuft. Der Freistaat gehört zu den traurigen Spitzenreitern bei rassistischen Straftaten. In solch einem gesellschaftlichen Klima ist es wichtig, jeglicher Form von Rassismus eine unmissverständliche Absage zu erteilen, sich mit den Opfern zu solidarisieren und sie mit allen staatlichen Mitteln zu schützen. Aber was ist in den letzten Tagen alles schiefgelaufen? Die Pressekonferenz am Samstag des Polizeipräsidenten Reismann war nun wirklich ein sehr plakatives Beispiel für die nicht vorhandene Fehlerkultur bei der sächsischen Polizei. Schaut man sich den Betreiber der Flüchtlingsunterkunft an, kann man auch ins Grübeln kommen. Herr Hetze von der AfD, ein bezeichnender Name, der schon bei flüchtlingsfeindlichen Demonstrationen in den letzten Monaten als Redner auftrat, wird zwar am Montag vom Landrat von diesem Posten abgerufen, aber nicht, weil er Fehler gemacht hat, sondern zum Schutz seiner Person. Wer bitte soll das verstehen? Auch die sächsische CDU zeigt sich leider wieder besonders realitätsfern. Diesmal das Beispiel von der Kollegin Bellmann, heute auch hier anwesend. Sie beklagt bei Focus Online, Zitat, wenn die Antifa Schilder besprüht, würde das medial kaum beachtet. Wenn aber auf Veranstaltungen Wir sind das Volk gerufen werde, spräche man gleich von Mob und verbaler Gewalt. Als eine, die 1989 in Leipzig auf der Straße war, bin ich wütend, dass diese Rufe in Clausewitz und auch in Dresden und Leipzig ertönen. Denn das hat mit dem Anliegen der Montagsdemonstration vom Herbst 1989 reinweg gar nichts zu tun. Wie hat nun Ministerpräsident Tillich auf diese Ereignisse reagiert? Zuerst wie meist gar nicht. Und dann kam ein Vergleich der rassistischen Demonstration mit den Protesten von Stuttgart 21. Das ist eine